Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute wieder mit dem David. Hallo David. Hallo auch von mir. Hallo Dennis. Und wir haben ja unsere erste Folge schon hinter uns gebracht, haben auch schon einige Fragen bekommen. Und David hat natürlich gleich vorbildlich schon die Frage beantwortet. Im Moment ist sie noch in den Kommentaren der ersten Folge, aber wir werden den so einen FAQ-Bereich nochmal auf die Homepage packen und es dann schön sammeln, dass wir dann sagen können, hier, wenn noch Fragen sind, kann man sich mal durchsuchen. Da muss ich noch genau schauen, wie wir das da in WordPress einbauen. Und heute wollen wir über das erste Zeitalter reden. Aber wenn wir mit dem ersten Zeitalter anfangen, ist die Frage, was war denn davor? Also, gab es da was davor? Ja, irgendwas muss es gegeben haben, aber was das war, das ist tatsächlich auch für die Aventurier und die aventurischen Götter eher nebulös. Die Historia verrät uns, dass es davor eine Art Chaos gab, alles war alles und nichts war nichts. Es gab keine klare Trennung zwischen den Dingen, keine Ordnung und dadurch auch keine Unterscheidungsmöglichkeit, weil es eben kein Hell und kein Dunkel gab und kein Oben und kein Unten. Und ja, also wie es uns die Mythologie näher bringt aus der Historia, haben sich eben aus diesem Chaos, aus dem allgemeinen Durcheinander die zwei Urprinzipien gebildet. Das Sikarian als die körperliche Urkraft und das Nairakis als die geistige Urkraft, das Muster der Welt. Und diese beiden Urprinzipien sind quasi der Ursprung der Dinge, was dann in der menschlichen Überlieferung oft symbolisiert wurde durch Sumo und durch Los als die beiden Urwesen, mit denen alles begann. Und in verschiedenen Formen auch in die Schöpfungsmythen, Gründungsmythen der aventurischen Völker Einzug gefunden hat. Also Sikarian ist praktisch dann Sumo und also die körperliche Urkraft. Genau. Und Nairakis ist dann Los. Genau. Genau so lässt sich das übertragen. Und die sind da, haben sich denn geformt und haben sich gefunden und dann haben sie gesagt, guten Tag. Oder? Genau. So ungefähr. Und wie so oft beginnt alles mit einem großen Knall, erstmal mit einem Konflikt und auch mit dem, mit dem Ringen um Oberhand, um Vorherrschaft. Und gleichzeitig wird dadurch auch, also durch dieses miteinander ringen, miteinander kämpfen dieser Urkräfte, wird dann ein Mehr daraus, also das ein Mehr an Sein und damit auch eine erste Ordnung in gewisser Weise, oder eine erste Trennung in unterschiedliche Bereiche. Man kann vielleicht dazu sagen, die Historia stellt uns ja eine Erzählerin oder eine Erzählinstanz an die Seite, die so ein Stück weit aus Sicht einer aventurischen Wesenheit schildert, was sich da ereignet oder wie es sich ereignet haben könnte. Denn Chalven, die als Erzählinstanz fungiert, ist keine ganz zuverlässige Erzählerin, sondern selbst ja auch Teil der Geschichte und auch wahrscheinlich nicht völlig frei von eigener Meinung und eigener Sichtweise auf die Dinge. Und dazwischen gibt es in der Historia dann immer wieder auch reine Outgame-Texte, die quasi aus Redaktionssicht geschrieben sind und die sagen, die dann auch festlegen, so war es wirklich oder so stellen wir uns das vor. Als Kontrast quasi zu diesem mythologischen Bericht.
Okay, also die, bevor wir zu Calvin kommen, die beiden, also Los und Sumo, haben sich praktisch begegnet, haben sich gegenseitig bekämpft und dann hat Los Sumo umgebracht, niedergeschlagen. Genau, und so. Sumo ist dann Dere entstanden. So genau, ist zumindest auch der menschliche oder der Schöpfungsmythos, der Entstehungsmythos in der zwölfgöttlichen Kirche, dass es diesen Urkonflikt gab und aus dem dann zunächst, also aus den ersten Blutstropfen dieses Konfliktes sind quasi die Götter entstanden, die großen Zwölf, die, die Herrschaft über alles haben. Und später eben aus späteren Blutstropfen weitere mächtige Wesen, die Giganten und die Drachen und andere Unsterbliche und dann am Ende eben auch die sterblichen Völker, die Menschen, Elfen, Zwerge, Achas. Okay, also es heißt ja, dass, so wie ich das jetzt gelesen habe, dass also Los sich sozusagen um Sumo legt oder ähnliches. Sie hat ja dann auch noch irgendwie Tränen vergossen, aus denen ja auch irgendwie Wesen entstanden sind. Also wir sind jetzt generell so ein bisschen, es ist nicht unbedingt einfach. Es ist alles danach, danach die Tränen, also die wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ist es ja so, dass das Los das erstmal nicht. Ja, da ist David wieder abgeraucht. Mal gucken, ob er wieder kommt. So, wir hatten jetzt ein paar technische Schwierigkeiten. Die Frage von mir war, Los hat ja Tränen vergossen. Mehrere. 1, 12, x. Und aus dem sind dann Götter entstanden oder andere entstanden? Es gibt ja irgendwie Unsterbliche und es gibt Götter. Beziehungsweise, ich glaube, nee, am Anfang, im Moment sind es ja alles Unsterbliche und noch keine Götter. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also in dem Schöpfungsmythos des Zwölf-Götter-Glaubens ist es tatsächlich so, dass erst das Blut fließt, also aus dem Blut werden quasi die Götter und die Unsterblichen, aus den Tränen werden dann die weniger mächtigen Geschöpfe, also die Menschen, Tiere und die anderen Völker, die Dere besiedeln. Mhm. Und genau, also was wir aus dem Textteil von Chalvin tatsächlich lernen, ist so, dass es nicht von Anfang an so eine klare Trennung gibt der mächtigeren Wesen in Götter und andere Mächtige, sondern dass am Anfang erstmal alle unsterbliche Wesen sind und diese Zuordnung, also die im Zwölf-Götter-Glauben ja ganz fest angenommen wird, dass man eben sagt, es gibt nur diese Zwölf und Praios ist der Chef oder vielleicht, wenn man in Lanfa wohnt, Boron ist der Chef, dass die eigentlich was ist, was sich erst später im Laufe des ersten Zeitalters herausgebildet hat, indem bestimmte Wesen bestimmte Prinzipien ja vertreten oder verkörpert haben und dann auch das immer mehr personalisiert übernommen haben. Und andere Wesen, ja, weniger mächtig wurden oder auch sich geteilt haben, ihre Macht quasi aufgeteilt haben auf mehrere Wesenheiten und dadurch nicht die gleiche Machtfülle erlangt haben wie andere. Es ist so ein bisschen, immer so ein bisschen spekulativ, weil ja, also der typische DSA-Held ja von diesem Wissen eigentlich nicht profitieren kann oder da nicht drauf zugreifen kann. Der kennt ja in der Regel nur den offiziellen zwölfgöttlichen Schöpfungsmythos und das, was die zwölfgöttlichen Kirchen eben erzählen, aber diese anderen Dinge, die kann er ja allenfalls erahnen, wenn er mal irgendwie in uralten Ruinen auf Spuren stößt oder auf alte Wandmalereien. Aber so einen kompletten Zugriff gewinnt ja der typische Held eigentlich nie auf dieses Wissen. Ja. Also ich glaube, wir können feststellen, die beiden sind aufeinander losgegangen, aus welchen Gründen auch immer. Und aus ihrem Konflikt, aus ihren
ja, aus ein Teil von ihnen sind dann die Unsterblichen rausgekommen. Und das sind halt erst einmal, sie sind unsterblich, weil es die Zeit noch nicht gibt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also die Definition Zeit, dass Zeit fließt und immer nur in eine Richtung, das kam ja erst, also es kam während des ersten Zeitalters, aber noch nicht am Anfang. Genau. Also habe ich das zumindest mir angelesen. Und dadurch, dass wir jetzt schon Sumu haben, haben wir auch eine Welt. Also jetzt dann, aus der später dann Dere wird oder das eigentlich schon Dere ist, oder? Im Grunde ja. Also vielleicht noch nicht in genau der Form des Kontinents und mit genau den klimatischen Verhältnissen, aber in einem frühen Zustand durchaus. Und hier haben wir jetzt also auch den Zeitpunkt, wo die, wie heißt sie, Calvin? Genau, Calvin. Calvin ist also auch zu dieser Zeit entstanden. Und es ist so, dass zu dem Zeitpunkt die Unsterblichen nicht unbedingt eine physische Struktur besitzen, sondern sie sind eher ja, Gedanken, Prinzipien teilweise. Also gerade so die 12 Götter steht ja immer für gewisse Prinzipien und die Prinzipien, aus denen später die Götter werden, da kommen wir dann auch noch dazu, die sind halt eher so, ich weiß nicht, Energiewesen? Keine Ahnung. Sie sind irgendwie überall. Genau, also nicht an einem Ort fest und auch nicht eben in einer Gestalt fest, sondern ja, mehr, ja. Es ist natürlich auch, es ist für uns auch realweltlich schwer vorstellbar und für den Aventurier, für den gewöhnlichen Aventurier ohnehin. Aber eben nicht so, wie man sich Gemeinden vorstellt, Rontra mit der Rüstung im Kampf an vorderster Linie gegen die Scharen des Dämonensultans, sondern eben eher diese Vorstellung, dieser Begriff von Ehre und von Gewitter und von Kampf, von Mut. Und dann haben sich die Elemente haben sich aufgeteilt sozusagen auf Dere. Also Feuer war ja irgendwie alles eins und dann ist halt Feuer, Erde, alles Mögliche, dann hat sich praktisch so entwickelt. Und was ich interessant finde, es heißt, auf Dere war alles überall. Also es gab eine Wüste und dann ist halt einfach mal Eis durch die Wüste gegangen, ist jetzt das falsche Wort, aber hat sich durch die Wüste bewegt, ohne dass die sich da gegeneinander aufgehoben haben, sag ich mal, oder dass da jetzt die Wüste unbedingt das Eis schmilzt. Und das war so, wie man so heutzutage so klassische irgendwie Kriegskarten macht. Du hast hier die Karte mit der Wüste und dann hast du ein kleines Gebirge und dann hast du daneben an die größte Hitze, die größte Kälte und so weiter. Ja. So ähnlich müsste man sich das vorher so, ich sag mal so Hexfelder, und auf jedem Hexfeld ist eine andere Klimazone. Und die bewegen sich auch, sind im Fluss. Also Flüsse gibt es ja auch schon dann in dem Fall. Und diese Unsterblichen, die ja keinen Körper besitzen, die konnten sich dann in Gebirge, sie konnten sie beseelen. Gebirge, Wälder, Flüsse, ne? Ja. Also so habe ich es auch verstanden, sich so rein versetzen, dass sie quasi zu dem Gebirge auch werden oder das dann eben auch verkörpern. Wo es auch eben bis in die moderne aventurische Gegenwart noch vereinzelt solche Wesen gibt, den Flussvater zum Beispiel, der so ja sinnbildlich und auch tatsächlich für den großen Fluss steht, der den Kosch, die Nordmark und auch Albernia durchfließt und auch ja, regional oft eine Verehrung genießt, die einem göttlichen oder halbgöttlichen Wesen nahe kommt. Und ähnlich ist auch Pandlaril, die Fee, also die in Weiden als Schutzherrin des Sees gilt und auch
ja, auch so eine überderische Verehrung im Grunde Teil wird, wo man nicht so genau sagen kann, ist das, also für die eventuell ist das ein Aberglaube, ist das was quasi Göttliches? Ist es irgendwie so reingepackt in den 12-Götter-Mythos, damit er sich irgendwie damit verträgt? Aber ja. Aber der Flussvater, der ist jetzt kein inneraventurischer Gott, sondern einfach nur, er ist der Fluss, oder? Ja, sowohl als auch. Also ich weiß, es ist so, es gibt tatsächlich, also in der offiziellen Lehrmeinung der Effertkirche ist er quasi ein Wesen unter der Herrschaft Efferts. Es gibt aber durchaus auch in den Flusslanden, zum Beispiel in den Nordmarken, Orte, wo dem Flussvater direkt geopfert wird oder wo auch zu ihm gebetet wird. Und es gibt eben auch das Reich des Flussvaters, was ähnlich man sich, glaube ich, vorstellen kann wie eine Feenglobule, also wo man eben hinreisen kann und auch dem Flussvater selbst gestaltlich begegnen kann als Reisender, wenn man es denn wagt. Also man kann mit ihm diskutieren. Ja. Vielleicht mit eingeschränkter Themenauswahl, aber man kann das. Okay, dann haben wir jetzt die Unsterblichen sind da und die können ja jetzt auch Kinder haben. Wie läuft es da bei denen? Also, wenn ich jetzt ein Prinzip bin, mit einem anderen Prinzip, dann ist es ja schwer mit, also es läuft ja nicht klassisch wie bei Menschen, Tieren oder ähnlichem, ne? So die Vereinigung und dann kommt ein Kind raus. Ja, das ist immer die Frage, wen man fragt. In der menschlichen, zwölfgöttlichen Überlieferung ist die Vorstellung, kommt ihm tatsächlich sehr nahe. Das ist dann auch wieder ähnlich wie das, was man vielleicht von den griechischen oder römischen Gottheiten kennt, wo dann auch eben, Liebe, Verliebtsein, Eifersucht und dergleichen eine starke Rolle spielen und wo dann Götter mit Göttern und Göttern mit Menschen und die Sicht, die in der Historia geschildert wird, dagegen aus Chalvens Sicht, da ist es tatsächlich deutlich anders und ist auch überhaupt nicht körperlich, sondern da ist es eher eben so diese Vermischung verschiedener Gedanken und Prinzipien, aber eben auch die Möglichkeit, dass ein unsterbliches Wesen sich selbst, also sich dadurch vermehrt, dass es sich selbst aufteilt in verschiedene Unterwesen. Genauso wie sich auch Wesen zusammenschließen können. Und es ist, also mein Verständnis ist ein bisschen sehr nebulös geschildert, aber es ist tatsächlich eben so, dass diese Zahl nicht fest ist, dass man nicht sagt, es gibt eine feste Zahl von Unsterblichen und die Zeit bleibt für immer gleich, sondern es können eben mehr werden, es können auch Prinzipien oder unsterbliche Wesen zerstört werden, vergessen werden. Das heißt, sie sind insofern vielleicht tatsächlich unsterblich, dass man sie nicht töten kann, aber sie können eben in eine Art tiefen Schlaf fallen oder einfach so weit in Vergessenheit geraten oder in so tiefe Ruhe fallen, dass sie keine aktive mehr Rolle spielen mehr in dem Ganzen. Es heißt ja, also es gibt jetzt in dem Outgame-Kasten steht jetzt drin, also man könnte sie die Verkörperung zerstören oder sie könnte auch vergehen. Frage, wenn vergeht man? Ich glaube, da kommen wir irgendwann, wenn das mal um Nandos geht, auch da drauf. Stimmt, genau, das ist ja ein prominentes Beispiel. Und die haben ja auch Karma und ich glaube, aber Karma, das kommen wir bis etwas später, wenn wir zu K kommen. Weil im Moment ist es ja immer noch alles ein, wie soll man das beschreiben, immer noch so alles im Fluss, sage ich mal. Es ist ja noch nichts festgemeißelt. Es gibt ja auch irgendwie die wahren Namen. Also wenn man den wahren Namen eines unsterblichen Wesens kann man ihn, hat man Macht über ihn? So wie über Rumpelstilzchen, wenn man den Namen Rumpelstilzchen kennt. Jetzt also ganz einfach gesagt, dann muss er tun, was er will und da soll es so ähnlich sein. Ich habe dazwischen auch mal gesehen, das heißt dann der goldene Gott. Er wurde ganz mächtig. Wer ist der goldene Gott?
tatsächlich ein alter Bekannter, den die meisten im gegenwärtigen Aventurien als den 13. kennen oder den Gott ohne Namen, auch den Güldenen genannt. Also so der klassische Bösewicht und Gegenspieler eigentlich im aventurischen Götterbereich, von dem man sagt, dass er ja von den anderen Göttern verbannt wurde ins Jenseits der Sternenlehre und dass er aber von dort aus eben weiter versucht, Schaden und Unheil anzurichten. Und ja, das ist auch da, wenn man zählt, heißt es ja, dass aus den 12 Blutstropfen, die Sumu verloren hat, die ersten 12 Götter wurden. Mhm. Tatsächlich sind aber von diesen, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade vertauscht, die 12 Blutstropfen, die Los verloren hat zunächst, als Sumu ihm die Wunde geschlagen hat, das sind die Kinder Los. Also von diesen Kindern Los sind tatsächlich eben nicht alle, sondern nur 7 bis in die Gegenwart namentlich bekannt und überliefert. Während die anderen 5 Götter, die dann das alvaranische 12-göttliche Pantheon bilden, eben aus dem Blut Sumus entstanden sind. Und damit bleibt natürlich die Frage, was ist mit den 5 anderen Göttern passiert, die man heute nicht mehr unter ihrem Namen kennt oder überhaupt nicht mehr kennt. Sind die alle der Namenlose? Sind mehrere davon der Namenlose? Ist einer der Namenlose? Gibt es vielleicht noch mehr Wesen aus dieser allerersten Zeit, aus dieser frühen Zeit, die auch eine Rolle spielen, aber eben nicht mehr bei den Menschen so bekannt sind. Hm. Wir hatten ja mit Alex auch drüber gesprochen, er sagte ja, es gibt mehr. Also mehr Unsterbliche. Und sie haben aber keine, es genau beschrieben, wie viel. Und hier wird es ja also auch nochmal, also sie gehen nicht hundertprozentig drauf ein, wie viele es sind, sondern heißt nur ja. Genau, es heißt ja Praios, Rondra, Hesinde, Fex, Boron, Raya und Travia. Und wie viele aus dem Blut Sumus entstanden sind, da heißt es allerdings nicht, sind da. Heißt es hier Zahlen wie 49, 144 oder 600. Da kann sich jeder dann das Passende raussuchen. Man hat so eine gewisse Unschärfe und damit ja auch eine gewisse Freiheit, denke ich, als Spielleiter, wenn man mal selbst eine wirklich extrem epische Kampagne für seine Spieler ersinnen will, hat man damit dann auch die Möglichkeit zu sagen, man kann wirklich auch mal eine Herausforderung schaffen oder einen Gegenspieler schaffen, der auf der Ebene der Unsterblichen angesiedelt, ohne damit den bestehenden Kanon und den bestehenden Kosmos in Frage zu stellen, weil man eben diese Freiheit hat, da auch eine Nische aufzumachen und eine Facette selbst zu beschreiben, ohne das andere dadurch in Frage zu stellen und dem zu widersprechen. Mhm. Und gleichzeitig bietet es natürlich auch für die Redaktion die Möglichkeit, eben immer mal noch was Überraschendes aus der Kiste zu zaubern und zu sagen, schaut mal, da bringen wir was Neues. Was wirklich eine Überraschung ist, was eine unerwartete Wendung bringt und was trotzdem nicht die bestehende Setzung in Frage stellt. Um das noch abzuschließen, das heißt immer noch aus dem Blut sind dann Ingerim, Effert, Firon, Piraine entstanden. Und im Zwölfgötterglauben heißt es auch noch Satinaf, obwohl der ja im Nachhinein, der wurde erst später unsterblich, aber das machen wir, glaube ich, später. Dann Zar, Rashtul, Ogeron und Kauka. Kaucha? Kauka? Ich glaube Kauka, aber ich will es jetzt auch nicht beschwören. Ich fand es interessant, dass die hier nicht, also bis jetzt zumindest nicht mit Angrosch sagten, dass es ja eigentlich Angrosch ist, weil theoretisch ist ja der Angrosch-Glaube ja älter als der Ingerim, glaube ich, ne? Ja, vielleicht ist das tatsächlich der Perspektive geschuldet, ne? Hier, dass man sagt, das ist der Schöpfungsmythos aus 12 göttlicher Sicht und da der ist menschlich dominiert, deswegen wird Angrosch da direkt zu Ingerim, oder zumindest wurde er es in der
im Laufe der Überlieferung. Mhm. Okay. Wir haben jetzt die Prinzipien und dann kommt K. K sagt, er möchte etwas Unveränderliches machen. Und jetzt ist erstmal die Frage, wer ist K? Warum hat man noch nie von ihm gehört? Ja, K, er oder sie, da bin ich mir gar nicht sicher, aber ist auf jeden Fall einer der ganz Mächtigen unter den Unsterblichen und also ein bisschen wie bei Terry Pratchett, das ist die große Schildkröte oder wird abgebildet als die große Schildkröte in der Vorstellung der Achas, der exischen Wesen, die ihn auch als Gottheit verehren. Während für die Menschen das weniger eine personifizierte Gottheit ist, sondern mehr ja eine Art Prinzip. Also das Mysterium von K ist, zwölf Götter glauben quasi eine Art Vereinbarung, ein Pakt unter den Göttern, der bestimmte Regeln festlegt, der bestimmte Dinge festlegt. Während wir eben aus der Sicht von Chalvin erfahren, dass K ein oder eine ganz mächtiger Unsterblicher war, der so stark war, dass er die Dinge eben verändern konnte und auch diese von ihm angestoßene Veränderung gegenüber den anderen Unsterblichen durchsetzen konnte, dass er also bestimmte Gesetzmäßigkeiten auch schaffen konnte, zum Beispiel den chronologischen Verlauf der Zeit in eine Richtung und eben auch fortlaufend und zwar so entschieden durchsetzen konnte, dass selbst auch die anderen Unsterblichen und auch die Götter, die alvaranischen Götter daran gebunden sind und nicht die Möglichkeit haben, nunmehr beliebig in den Verlauf der Zeit einzugreifen, ohne dafür einen Preis zu bezahlen. Mhm. K wird eine ganze Menge aus Chalmers Sicht an ordnungsschaffenden Maßnahmen zugeschrieben, auch so diese Begründung des Sphärenmodells, dass quasi das K selbst im Zentrum in der ersten Sphäre sitzt und dann eben durch das Schaffen von Ordnung, durch das Aufbauen auch von Trennungen weitere Schichten, weitere Bereiche schafft, die eben auch einer Trennung unterliegen in alle Richtungen und die eben zum Teil dann auch nochmal eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und zwischen denen man eben nicht mehr beliebig hin und her wechseln kann. Oder zumindest ist das dann nur noch den wirklich mächtigen Wesen möglich. Also man kann sagen, K hat die Naturgesetze geformt und in ein Gesamtsystem gepresst oder gepasst. Ich würde sagen, das passt gut, ja. Und dadurch, dass ja die ganzen Unsterblichen auch eigene Interessen hatten, waren nicht alle damit glücklich. Und wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, Satinaf, der ja eigentlich noch gar nicht existiert, weil er eigentlich ein, ja, was ist er eigentlich? Er ist ein, eine Echse. Ja, wahrscheinlich ein mächtiges Echsenwesen, vielleicht kein Achas, aber möglicherweise ein Leviathan oder irgendein, ja, noch früher zeitliches Echsenwesen mit großer Zauberkraft ausgestattet. Mhm. Und ja, also ja. Satinaf oder Satnaf, wie der exische Name ist, begehrt eben gegen eines dieser Urgesetze auf, nämlich gegen den geregelten Fluss der Zeit. Mhm. Das heißt, dieses geordnete Voranschreiten der Zeit, was alle Wesen, ob sterblich oder unsterblich, bindet, das versucht er in Frage zu stellen, was für K aber eines der Urprinzipien ist, weswegen sie das auch, oder er, bin mir da wirklich nicht sicher, die Schildkröte, aber das Prinzip, er, sie, K. Also auf jeden Fall wird K das hart sanktionieren und
einmal diesen Versuch, die Regeln in Frage zu stellen und die Regeln zu brechen, verhindern und dann eben auch eine Strafe vollziehen, die einerseits Satinath daran hindert, jemals wieder so etwas zu versuchen und gleichzeitig auch ein abschreckendes Beispiel sein soll für alle anderen Wesen, ob sterblich oder unsterblich. Mhm. Denn Satinath wird quasi zum Wächter über die Zeit, also bekommt quasi die Aufgabe, darüber zu wachen, dass kein anderes Wesen das versucht, was er versucht hat, und jeden Frevel an der Zeit sofort zu ahnden. Mhm. Immer mit dem Wissen im Hintergrund, dass da Chalvin, dass da K ist, die eben auch darüber wacht, dass er seine Aufgabe tut und davon nicht nachlässt. Also wir haben ja auf jeden Fall ein klassisches Zeitparadoxon. Also er versucht es ja aus der Zukunft und versucht da an den Anfang zu reisen. Dann wird er aufgehalten. Also das heißt, K lässt ihn überwältigen und kettet ihn an das Schiff der Zeit. Und nur wenn er, und jetzt muss er halt darüber wachen, und wenn er es nicht macht, dann würde K ihn bestrafen. Das und dann kommt dazu, dass er durch diese Aufgabe und durch diese Beauftragung nun auch zu den Unsterblichen gehört, was vorher nicht der Fall war, sodass er auch noch dann damit rechnen muss, dass es eine Strafe ist, die sehr, sehr lange andauern wird. Hm. Also man muss sagen, man hat hier, oder Satinath wurde jetzt zum Unsterblichen gemacht durch K. Vorher war ja Ex-Magier, heißt es. Ja. Also mächtig zwar, aber sicher eben nicht unsterblich. Ja. Mhm. So, und dann hat K gesagt, das ist jetzt blöd. Ich muss meine Gesetze verankern und wegschließen hinter einer Mauer. Und die Mauer ist dann die erste Sphäre, oder das, was innerhalb dieser Mauer ist, ist die erste Sphäre. Genau, diese, das Weltenherz, dieses System aus Urgesetzen, das ist quasi das Weltgesetz geschützt in diesem innersten Bereich. Darauf baut alles andere auf. Und das ist die erste Mauer, die quasi die erste Sphäre dann bildet durch diese äußere Umgrenzung. Also danach gibt es, es gibt eigentlich die innere Sphäre und draußen ist dann die zweite sozusagen. Gibt eine innere, also die erste ist der Kern und die zweite ist dann außen drum, wo alles irgendwie koexistiert. Genau, auch eben wieder, was wir vorhin schon hatten, also als es noch so gar keine Trennung gab, die Elemente, alle Elemente aber eben in Einheit, ohne sich gegenseitig aufzulösen, sondern in der Form von Einheit. Mhm. Feuer, Wasser, Erz, Luft und Humus, Eis, Magie in einem Gleichgewicht. Mhm. Okay, und jetzt haben wir ein Gleichgewicht und dann daraus kann dann die dritte Sphäre entstehen, wo auch derer liegt. Sehe ich das richtig? Genau, dann kommt die dritte Sphäre. Aufenthalt der meisten aventurischen Heldinnen und Helden. Und auch hier hält er nun eben diese Ordnung Einzug und sorgt auch dafür, dass die Dinge eben, die geografischen Merkmale, Bestandteile eine Ordnung einnehmen, dass sich Land von Wasser trennt und Licht von Dunkelheit trennt, dass Tiere und Pflanzen auch einen Lebensraum haben, der so eine gewisse Beständigkeit bietet und jede Lebensform auch ihre Nische findet, wo sie sich ansiedeln kann. Bisschen eben auch zu den größeren oder komplexeren Lebensformen. Hm. Es gibt ja auch dieses Sphärenmodell. Hast du es gerade vor dir? Zufällig? Ja, warte mal. Denn, also in der Mitte ist ja K. Das ist dann die unberührte Ebene.
Ja, ich glaube genau, die unberührte Ebene ist, glaube ich, tatsächlich schon die zweite Sphäre. Also der Kern, also K ist das Herz, ne? Die erste Sphäre ist das Herz der Welt. Dann kommt der Kern, also wo dieses Gleichgewicht der Elemente herrscht als unberührte Ebene und danach die dritte Sphäre, also die Welt der Menschen, Elfen, Zwerge und der sterblichen Lebewesen. Mhm. Es ist so ein bisschen, ne, durch die kreative Form muss man immer so ein bisschen das Bild drehen, um zu gucken, was gerade auf dem Kopf steht und was in welche Richtung wohin abzweigt und womit verbunden ist. Mhm. Und jetzt, wo es die dritte Sphäre gibt und deren, jetzt kommen neue Wesen irgendwie, haben die Welt betreten. Das sind irgendwie die Feen. Ja, das sind Chaosstifter. Die halten nicht viel von Ordnung oder haben zumindest ihre eigenen Vorstellungen davon. Mhm. Und ja, also zumindest wenn man dem Bericht von Chalvin glaubt, dann sind das eben ja Freiheitsliebhaber, die ihre eigene Kreativität ausleben wollen, ihre eigenen Welten am liebsten formen wollen. Und da geraten sie sehr schnell in Konflikt mit Karl, der ja diese zentrale Ordnung eigentlich haben möchte und die auch in allen neu entstehenden Welten oder in diesem Gesamtwerk, in dieser Gesamtschöpfung durchsetzen möchte. Mhm. Und nachdem sich da keine Einigung auf die Schnelle abzeichnet, stellt K. die Feen vor die Wahl, dass sie eben entweder Teil der bereits bestehenden Welt werden und sich dann aber auch an die Regeln und Gesetzen halten müssen, die er geschaffen hat, oder dass sie ihre eigenen kleinen Welten bekommen, die dann aber ja nicht die gleiche Qualität haben oder nicht die gleiche Größe haben, sondern eher so eine Art Abklatsch sind der bestehenden großen Welt und dann eben sich im Kleinen unterscheiden, sodass durchaus auch Welten geben kann und Welten geben darf in der Welt des Schwarzen Auges, wo eben diese ganz typischen Gesetze nicht gelten. Zum Beispiel der regelmäßige Fluss der Zeit oder überhaupt, dass da die Zeit eben fließt und nicht stillsteht, dass sie vorwärts läuft und nicht rückwärts, dass sie in einer immer gleichen Geschwindigkeit verläuft. Die Chaosstifter, die Feen, sorgen eben dafür, dass es kleine Globulen gibt, kleine Unterwelten, wo es Ausnahmen gibt von den großen Regeln. Hm. Das heißt also, ein Teil ist dann in der Welt geblieben und ein Teil hat sich dann ihre Globule gebaut. Genau, so ist es wohl gedacht, sodass man eben auch in Aventurien selbst feischen Wesen begegnen kann, die natürlich auch da, also ein Stück weit ihre eigene Kreativität ausleben. Und dass es aber eben auch ja quasi eigene Feenwelten gibt, die wirklich in sich geschlossen sind und wo auch die dort herrschenden Feen denen eine sehr große Macht Macht über die Welt haben in der Globule. Genau, ne, und über die Naturgesetze und Urgesetze, ja. So, Technikprobleme beklagen uns weiterhin, aber wir hatten gerade davon gesprochen, oder du hast davon gesprochen, dass die Feen innerhalb der Globule ja Macht über alles haben, über alle Gesetze, die da drin existieren. Genau, zumindest die mächtigen Feenwesen. Und damit ja eigentlich auch eine Macht, die sonst eben wirklich nur den Göttern oder den Mächtigen unter den Göttern zukommt, wirklich diese Urgesetze oder ja Naturgesetze bestimmen zu können, welchen Verlauf die Zeit nimmt, wo oben und unten ist, ob es eine Schwerkraft gibt oder nicht. Insofern sind diese Feenwelten ein Stück weit wahrscheinlich auch einfach, kann man sagen, Joker, die so was völlig Unbekanntes auch ermöglichen können in Aventurien, weil man die üblichen Urgesetze Deres und Aventuriens natürlich kennt, aber in der Feenwelt kann es einem eben doch passieren, dass alles ganz anders ist.
So, und dann, nachdem die Feen teilweise ihre eigenen Globule genannt haben oder dann sich auf der Welt niedergelassen haben. Interessant ist hier, dass hier sogar heißt, dass der Flussvater und Pandlariel eigentlich Feen sind. Also nicht alle Feen sind unsterblich, aber es gibt unsterbliche Feen und davon soll wohl der Flussvater und Pandlariel welche sein. Genau. Wobei genau. Calvin sagt hier, also sie weiß selber nicht, ob das Unsterbliche waren oder auch Götter, also. Bleibt wieder so eine gewisse Unschärfe, wie an manchen Stellen in der Historia. Wer ist denn Pandlariel? Ah, das ist ja eine Fee, die in der Geschichte und auch in der Kultur des Herzogtums Weiden eine ganz wichtige Rolle spielt. Und Pandlariel ist, kann man sagen, auch einmal eben der Fluss, der das Herzogtum Weiden durchfließt, auch Grünwasser genannt wird. Und dann ist das eben auch die Fee, das heißt eine mächtige Fee, eine unsterbliche Fee. In der 12 göttlichen Überlieferung macht man sie dann zu einer Tochter Efferts, das Gott des Meeres und der Seefahrt. Und das ist so ein bisschen, ja, auch, also Pandlariel steht auch für das Land Weiden, also oder ja, ist Schutzherrin des Landes. Es gibt auch in Weiden unter der Ritterschaft gibt es einen Zweig, die Ritter des alten Weges, der sich quasi auch dem Schutz des Landes und auch dem Dienst an der Fee verschrieben hat. Und die sich so ein Stück weit auch als Bewahrer und Beschützer des Landes verstehen. Also jemand, dem auch quasi eine Verehrung zuteil wird, ähnlich wie vielleicht ja einem Heiligen oder einem halbgöttlichen Wesen. Und ja, die ihm auch ein Ideal verkörpert oder ja, ein Vorbild verkörpert, dem Menschen nacheifern. Ja. Okay, und dann haben wir den Zeitpunkt, wo bevor wir dazu kommen, also bevor wir zur Entdeckung Alverans kommen, müssen wir sagen, es gibt, also jeder Unsterbliche hat Karma. Und ein Teil davon kann das Karma weiterverteilen an Gläubige. Oder habe ich das so richtig verstanden? Genau. Das Karma bildet sich aus ihnen selber irgendwie. Das ist quasi vorhanden in fast unbegrenzter Form für einige. Die haben den großen Topf mitbekommen mit Karma. Und können das auch verwenden eben für ihre Zwecke, also damit Dinge tun. Und manche der göttlichen Wesen verstehen es dann eben auch, das zu kanalisieren und weiterzugeben, entweder an andere Unsterbliche oder auch an Sterbliche, die in ihrem Auftrag handeln oder für ihre Ideale kämpfen und streiten, für ihre Prinzipien, die quasi deren Stellvertreter oder auch deren ja Ausgesandte unterwegs sind und auf dem Wege eben eine Unterstützung erhalten. Und dann haben sie festgestellt, dass es außerhalb gibt einen Ort, den die Menschen, die zwölfgöttlichen Gläubigen, dann Alveran genannt haben, von dem sie, um das Gleiche zu erreichen, weniger Karma aufwenden müssen und sie es besser auch dann an ihre Anhänger verteilen können. Ja, das genau. Alveran oder auch die Zitadelle der Macht als ein Ort, wo diese Fähigkeit, die Kraft weiterzugeben, eben besonders
leicht fällt oder ja unterstützt wird. Und dann wird das dann auch ja in gewisser Weise sehr menschlich, weil es dann sehr schnell darum geht, ne, wer ist drin und wer ist draußen und wen lassen wir rein, wer muss draußen bleiben. Da geht es dann sicher auch um Dinge wie Machtstreben und auch um Neid und ja auch ganz banale Machtgier wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen was, finde ich, was, das hatten wir auch beim letzten Mal beim Gespräch mit Alex schon, was eher so wahrscheinlich dieses griechisch-römische Welt- und Götterbild ist, als das ganz klassische DSA-Bild mit den guten Göttern, die eben für ihre Ideale und Prinzipien stehen und wo es für jeden Helden eben die ultimative Erfüllung ist, zu sagen, ich streite im Namen und für die Ideale meines Gottes oder meiner Göttin, weil das sind die guten Götter und damit tue ich auch selbst etwas Gutes. Und in der Darstellung ist es tatsächlich so, also dann auch hin zum Ende des ersten Zeitalters führt oder zum ersten Kammerkotheon, was den Übergang zum zweiten Zeitalter bildet, dass tatsächlich die Götter auch sehr egoistische Motive eigentlich an den Tag legen, nämlich der Kampf um Macht und daraus erwachsende Eifersucht eben auch, dass manche mehr haben als andere, manche mehr Macht haben als andere diese Macht auch haben wollen. Also die Technik hat wieder komische Sachen gemacht, jetzt sind wir wieder da. Du hast gerade davon gesprochen, dass die Götter oder die Unsterblichen ja auch Gier haben und soweit ich das gelesen habe, 27 haben Alvaran entdeckt und wollten den für sich haben. Oder wollten keine anderen Unsterblichen da haben. Genau, und das hat natürlich denen, die draußen bleiben sollten, nicht so gut gefallen. Und es war ja im Grunde, also so berichtet das Chalvin, war ja kein Naturgesetz, kein vorherbestimmter Zustand, sondern es waren eben einfach einige, die zuerst da waren, wo aber die draußen bleiben mussten, genauso gesagt haben oder für sich das gleiche Recht in Anspruch genommen haben, eigentlich zu sagen, wir beanspruchen diesen Ort. Auch wir haben das Recht, dort zu sein. Und dann standen auf einmal die einen drin und die einen draußen und die draußen pochten ans Tor und wollten hinein. Wo man sich schon denken kann, das wird zu was führen. Also diese 27 haben dann praktisch wieder eine Mauer gebaut, ein Wall, und haben als das Göttertor Meliador da noch reingesetzt. Was auch wieder ja ein Stück weit eine Abtrennung bedeutet, eine Schaffung einer eigenen Sphäre. Und klar, wo es einen drin gibt, da gibt es auch einen draußen. Und ja, wenn eine Ressource beschränkt ist und man ja eben auch den unsterblichen Wesen eher menschliche Gemütsverfassung zuschreibt, dann ist dann auch ja Neid und Eifersucht beherrschend, wenn es eine Ungleichverteilung gibt. Also interessant ist ja, dass es ja eigentlich die dritte Sphäre ist. Nee, die vierte ist es ja, aber nach der menschlichen Zählung ist es ja die fünfte. Obwohl sie als viertes entstanden ist. Genau, aber nach dem Zwiebelmodell mit den nach außen fortwachsenden Schichten. Ja, vielleicht kann man es sich so vorstellen wie Zwischenebenen, die eingezogen werden. Also das Haus, das hatte vier Stockwerke und dann hat man zwischen dem vierten und zwischen dem dritten und dem vierten noch ein zusätzliches Stockwerk eingezogen und dadurch wurde dann das bisherige vierte zum fünften Stockwerk, wenn man das versucht, sich irgendwie räumlich vorzustellen. Aber klar, es ist ja, ich finde dieses Schaubild auch genial. Also man kann auf diesem Sphärenmodell, ich finde, da kann man Stunden und Tage lang draufschauen und entdeckt immer wieder neue Details. Und wenn man dann mal das Buch dreht oder diese Karte dreht, findet man immer auch nochmal neue Interpretationsmöglichkeiten und neue Sichtweisen da drauf. Also es ist sehr interessant, auch immer wenn ich zähle, irgendwie kommt mir das auch irgendwie komisch vor. Was ist jetzt dann jetzt in der dritten Sphäre
die sieht irgendwie auch unterteilt aus in mehrere. Also, ist ganz komisch. Wir gucken mal, ob es auf der Wiki Aventuria da ein Bild gibt. Und dann verlinken wir das, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Es ist sehr verwirrend. Tatsächlich, genau. Wenn man nur also es nur hört und gar nichts vor Augen hat, ist es wahrscheinlich sehr schwer. Ich glaube, das ist einfacher. Ich glaube, das Sphärenmodell ist irgendwie, macht die Sache nur noch komplizierter. So, die haben jetzt ihre Mauer gebaut und dann fangen an, ja, was passiert dann? Das erste Karma-Korteon. Bevor noch eine Info. Calvin sagt uns, dass in Alvera nicht unendlich Platz ist. Was ich auch interessant finde, wenn mir überlegt, es ist nicht unendlich drin, die da mehr von diesem, ich sag mal jetzt mal, Booster nutzen können. Aber sie sagt nicht, wie viel Platz drin ist. Also mindestens 27. Aber wie viel dann eigentlich da reinkommen können, ist fraglich. So erklärt es ja auch, dass wir die Halbgötter haben, oder die wir als Halbgötter bezeichnen, dass die ja auch im Alvaran sind, obwohl das ja eigentlich nur der Palast der 12 ist. Irgendwie. Und auch da finde ich, ne, mit dieser Beschränkung, das ist wieder so ein bisschen eine Unschärfe, weil wir es eben nur aus Calvins Sicht erfahren und die es wiederum von den anderen Unsterblichen so erfahren hat. Man nie weiß, ist das tatsächlich eine harte Grenze, eine in Zahlen gefasste Grenze, die es gibt, oder ist es vielleicht dann doch auch nur ein vorgeschobenes Argument derer, die ihre Macht nicht teilen wollen, weil sie sagen, tut uns leid, ist schon voll, der Palast, die Festung. Es könnte auch sein, dass dieser Booster sozusagen schwächer wird, umso mehr Leute da reinkommen. Stimmt, dass dann muss quasi die Summe der Macht durch mehr Köpfe geteilt werden. So, und dann kommt das Karma. Der Wechsel der Zeitalter. Wie ist denn der Wechsel? Also, ist der Wechsel sozusagen, das ist ja eigentlich eher ein fließender Übergang, wie wir es jetzt ja auch gerade sehen, vom 11. zum 12. Zeitalter. Ja, es ist nicht so dieser eine Knall und dann ist alles anders als vorher, sondern genau, es ist so ein sich entwickelnder Prozess, der auch ganz unterschiedlich lange andauern kann. Also es ist die Zeitenwende oder die Weltzeitenwende, ein Übergang zwischen zwei Zeitaltern, der gerade auch in späten Zeitaltern oft damit einhergeht, eben Herrschaft neu zu verteilen. Einmal Herrschaft im Bereich der Unsterblichen, also der göttlichen Wesen, und dann später aber auch Herrschaft über die Kontinente, wer quasi welche Wesenheiten, welche Völkerschaften die dominierenden, die beherrschenden Völker sind. Kommen wir in späteren Episoden sicher nochmal dazu. Ja. Also hier sagt uns Calvin, dass es wird erst ruhig und dann kommen einige Unsterbliche und klopfen an die Pforten und sagen, also wir hätten auch gern Einlass. Und hier scheint es jetzt im Moment einen härteren Schnitt zu geben. Also die klopfen sozusagen, dann ist die Staffel vorbei und die nächste beginnt. Ist der Cliffhanger dann. Ja. Und dann kommen wir zum zweiten Zeitalter, der erste Kampf um die Macht. Aber das besprechen wir in einer eigenen Folge. Jetzt ist die Frage, was haben wir jetzt hier noch nicht gesagt? Für mich persönlich ist es jetzt so, dieses erste Zeitalter, auch so wie Calvin uns das beschreibt und wie auch immer mal so Hinweise der DSA-Redaktion sind, wir haben hier keine klassische von Anfang bis Ende, sondern es sind so zwischendurch immer, sie erzählt etwas.
Und dann spricht sie wieder von etwas, was davor ist oder danach oder währenddessen. Deswegen ist es hier so ein bisschen von uns, es ist nicht so einfach, es zu sagen. Es gibt ja auch am Anfang noch keine Zeit. Das muss man ja auch mal sagen. Also wenn es die Zeit nicht gibt, wie ist es dann? Dann ist ja alles immer zugleich irgendwie. Schwer vorstellbar. Ja. Ja, das ist, glaube ich, möchte ich auch diese, da hatten wir es auch beim letzten Mal schon von, diese Zweiteilung der Historiker, wo eben im hinteren Teil man sehr stark so ein klassisches Geschichtsbuch hat mit Zahlen und Daten und Fakten, die genau festgelegt sind bis auf den Wochentag, an dem Kaiser Eslam der 19. am Apfelkern erstickt ist, während eben im vorderen Teil es sehr stark so diese legendenhafte, mythenhafte Erzählen hat, wo es viel Freiräume bietet, sich ja auch um eigene Ideen dort unterzubringen, gleichzeitig aber auch nur ganz grobe Rahmenbedingungen bietet, die, wo man wirklich verlässlich Informationen hat oder verlässliche Wegmarken hat. Also wir stochern da noch ein bisschen. Jetzt ist, hast du noch irgendetwas, was du über das erste Zeitalter sprechen, sagen möchtest, mitteilen möchtest? Ich glaube, ich habe tatsächlich alles gesagt, was ich mir vorgenommen hatte zu sagen. Es ist und bleibt eben diese Unschärfe, also dass alles so ein bisschen kryptisch ist, dass eben auch dadurch, dass das so gegenübergestellt wird, Chalvins Erzählung und dann dazwischen diese eingeschobenen Kommentare, Outgame aus Redaktionssicht, hat man so zwei Sichtweisen, die sehr unterschiedlich sind und die sehr, die auch einen ganz unterschiedlichen Ansatz verfolgen. Das eine eben wahrscheinlich auch einfach mit der Absicht für den Spielleiter, für den Meister eine Klarheit zu schaffen, dem eine Orientierung zu geben. Und das andere, um auch wirklich dem Kontinent und der Welt eine eigene Mythologie zu geben, die man auch im Spiel auftauchen lassen kann, aber eben eher so als was Mythisches, Legendenhaftes. Dazu habe ich eine Frage an dich. Wie gut findest du es, dass es diese Outtime-Kommentare gibt? Also diese Einstreuung der DSA-Redaktion. Ist es gut? Oder hätten sie die weglassen sollen? Also ich muss sagen, ich finde das tatsächlich ganz gut, weil ich finde, dass ansonsten der Perspektive von Chalvin sehr viel Bedeutung zukommt. Wenn das die einzige Stimme ist, die uns was darüber erzählt und es gar keine Ergänzungen gibt, gar keine Alternativsichtweisen, mit Ausnahme dem Hinweis ganz am Anfang, dass eben auch Chalvin eigene Motive verfolgt und auch ihre eigenen Interessen hat, auch eine geprägte Sicht hat, die nicht völlig neutral ist, dann ist es halt ein sehr eindimensionaler Kanal, weil dann alles eben aus der Perspektive Chalvin ist. Und ich muss sagen, insofern finde ich diese eingeschobenen Redax-Kommentare gar nicht schlecht, die das so ein bisschen einordnen oder eben auch Verbindungen ziehen. An manchen Stellen ist es mir ein bisschen zu ausführlich. Da hat man dann irgendwie eine Viertelseite Chalvin und eine Dreiviertelseite Kommentar. Da denke ich, ist es vielleicht von der Ausgewogenheit noch nicht ganz optimal. Das ist aber, glaube ich, auch vor allem eben im ersten Zeitalter und so in den vorderen Seiten, weil da eben viel zu erklären ist. Und eben auch, weil da dieser Widerspruch so ein bisschen begründet werden muss zwischen der 12 göttlichen Überlieferung, die ja auch bisher den Kanon bildete, vor Erscheinen der Historia für das Schwarze Auge, und die schon eher bekannt war, und dem, was auch Chalvin sagt, was eben auch davon abweicht, wo dann es vielleicht auch wirklich nötig ist zu sagen, das ist, da hat Chalvin recht und da könnte Chalvin recht haben und da irrt sie sich. Ich habe gerade vor einiger Zeit ein Shadowrun-Quellenbuch, Blackout, gelesen. Und deswegen habe ich da jetzt gerade diesen Vergleich und auch diese Frage, weil in diesem Buch zum Beispiel ist komplett in-time geschrieben. Natürlich sind da jetzt im Shadowrun, was in Zukunft spielt mit Internet oder Matrix, wie es da heißt, ein bisschen einfacher Informationen zu verwalten, zu sammeln. Aber das fand ich so gerade im Vergleich sehr interessant, weil die halt wirklich nur gesagt haben, wir machen das rein
eine Ingame-Sammelsurium und schreiben dann rein, okay, also hier ist jetzt der Bericht von dem und dem aus der und der Region, der war denn dort in wo auch immer das gerade da denn spielt. Und diesen Vergleich jetzt hier zu sehen, muss ich sagen, ich bin im Moment unentschlossen, ob mir das gefällt, dass sie das so Outtime eingestreut haben. Und ob es nicht besser gewesen wäre, das komplett diese Erklärungen der DSA-Redaktion in-game zu machen. Dass man sagt, okay, man hat ein Magus oder ein Konsortium, was dieses Historiker praktisch rausbringt. Vielleicht jetzt nicht von den Kirchen unbedingt unterstützt, aber vielleicht nur so geduldet mit den dann so Ingame-Informationen, dass man das sagt, okay, hier schreibt sie das, aber eigentlich ist es ja unsere kirchliche sagen, ja, so und so. Da bin ich im Moment noch ein bisschen unentschlossen. Ja. Mal gucken, wie die weiteren Zeitalter sich da machen. Das genau ist bestimmt spannend auch zu beobachten, ne, weil es sich ja dann im Laufe der Zeit auch mehr so einem klassischen Geschichtswerk eher annähert. Mhm. Wo es sowas ja gibt, ist bei diesen Vademecum-Bänden, ne, diese zwölf Götter und Halbgötter Vademeci, wo man dann sagen kann, da ist es wirklich so, dass man ein Buch versucht hat, so zu schreiben, dass es wirklich auch eine reine innerweltliche Quelle ist, die ja auch sich mit mythologischen, spirituellen Themen beschäftigt, aber natürlich immer beschränkt auf eine Gottheit, die nie den Anspruch haben, so eine Gesamtmythologie zu erzählen. Mhm. Was jetzt in der Historia der Fall ist. Ja. Was mir jetzt noch eingefallen ist zum Schluss, Calven war sogar mal ein Gebirge. Hat sie selber mal geschrieben. Das fand ich auch interessant. Ja, sie hat dann einfach mal so Wälder wachsen lassen. Sie hätte das auch so mit einem Schnippen machen können. Aber sie hat sich entschieden, es langsam zu machen, weil Zeit für eine Unsterbliche hat ja eh keine Bedeutung. Fand ich ganz schön geschrieben. Ja, das ist eine schöne Stelle. Ja. Okay, ich denke, wir haben es denn jetzt erst einmal. Wir überlegen auch mal im zweiten Zeitalter, wie wir das auch noch ein bisschen, ob wir das noch strukturierter machen können, ob es vielleicht sich sogar strukturierter von sich gibt, zumindest im Aventuria Historia gibt es jetzt da schon mal eine etwas bessere, also es gibt ja jetzt die Zeit, also dürfte es deutlich einfacher sein, hoffe ich mal. So, David ist wieder da und er ist pünktlich dafür da, um zu sagen, wir danken allen unseren Zuhörern für die für das Interesse. Hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Wir auf jeden Fall. Freuen uns auf die nächsten Folgen. Fragen, Wünsche, Anregungen könnt ihr uns auf verschiedensten Wegen zukommen lassen. Und wir werden dann darauf antworten, so gut es geht. Oder auch natürlich Anmerkungen, Anregungen berücksichtigen. Das letzte Mal habe ich zum Beispiel vergessen, die Pausen rauszuschneiden. Das mache ich dieses Mal dann besser. Das heißt, es ist dann nicht so viel Pausen drin. Und ja, David, ich danke dir, euch da draußen. Danke, schönen Tag noch, schönen Abend, schönen Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.